So sehen wir sie am liebsten, unsere Fußballstars beim Jubeln. Gute Launebilder mit dem neuen EM-Trikot, entstanden beim Dreh der neuen Kampagne des DFB-Ausrüsters. Das ist doch ganz cool geworden, oder? Ja, es wird eigentlich gut auf irgendein Siegerfoto passen. Ich denke, es sieht gut aus. Ja, sehr, sehr schlicht, aber das passt auch zu uns. Spricht für Tradition, schwarz-weiß, die Farben auch von uns seit ewigen Zeiten. Dann das ganze Design ist eigentlich sehr, sehr schön, entspricht so ein bisschen auch dem Charakter unserer Mannschaft. Modisch stimmt es also, in der Mannschaft stimmt es auch. Deutschland ein großer Favorit auf den Titel, wie so oft. Das wissen Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm auch. Diesmal ist es aber anders. Wir haben jetzt sehr viele Spieler in den Reihen, die technisch sehr gut sind. Wir haben viel mehr Ballbesitz, als es früher der Fall war. Wir waren immer nah dran, also ist klar, dass wir irgendwann jetzt einen Titel gewinnen wollen. Ich will nicht sagen, dass alles früher nicht so gut war. Ich meine, wir hatten auch früher Mannschaften, die Titel geholt haben. Um eine richtig gute Generation zu sein, von der man in ein paar Jahren noch sprechen wird, dafür braucht man einfach internationale Titel und das ist unser Anspruch. Die neue Generation will also den Titel. 10 EM-Quali-Spiele, 10 Siege, das war der erste Streich. Der nächste folgt in Polen und der Ukraine sogleich. Wir müssen das Schritt für Schritt eben auch erarbeiten. Der Prozess beginnt jetzt schon, eben auch relativ früh, ja, wo man mit einzelnen Spielern, mit dem Spielerrat, mit der Mannschaft so, sagen wir mal, sich gewisse Ziele erarbeitet, so um dann am Anfang eines Turniers zu sagen, natürlich wollen wir durchkommen bis ins Finale und das gewinnen. Jubeln können sie also, nicht nur für den Werbedreh.